Colt Express ist ein Spiel im Wild-West-Szenario. Die Spieler spielen jeweils einen Banditen, die an einem Raubüberfall auf einem Zug beteiligt sind. Jeder Bandit versucht dabei, möglichst viel Beute für sich zu erlangen und dabei seine Mitbanditen zu behindern. Dabei gibt es keinen klassischen Spielplan, sondern als Spielbrett diesen bereits aufgebauten Zug. Der Zug selber wird mit so vielen Waggons bestückt, wie Spieler am Spiel teilnehmen. Die Lokomotive wird natürlich an eines der Enden platziert. In den Waggons sind jeweils kleine Symbole vorhanden, die anzeigen, wie viele Beutestücke dort platziert werden sollen. Beispielsweise sind im ersten Waggon hier ein Edelstein und ein Geldsäckchen zu platzieren, im zweiten Waggon beispielsweise nur ein Geldsäckchen. Die Spieler wählen sich jeweils eine Spielfigur in ihrer beliebigen Farbe aus, erhalten dazu die Charaktertafel sowie insgesamt 10 Aktionskarten in gleicher Farbe, 6 Patronenkarten sowie die zugehörige Spielfigur in gleicher Farbe und einen Geldbeutel im Wert von 250 Dollar, der verdeckt auf seiner Charakterkarte platziert wird. Die 6 Patronenkarten werden als offener Stapel auf der Charaktertafel platziert. Dabei liegen die 6 Patronen oben, die eine Patrone ganz unten. Die 10 Aktionskarten werden gemischt und aus diesen 10 6 gezogen und auf die Hand genommen. Diese sind jetzt hier offen ausgelegt. Dann gibt es noch die Charakterkarten, die allerdings nur als Ersatz für die Tafeln dienen und in dieser Variante nicht zum Spiel kommen. Die Spieler werden in ihrem Raubüberfall behindert vom Marshal. Das ist die gelbe Figur. Diese wird in die Lokomotive platziert, zusammen mit einem Geldkoffer, der jeweils 1000 Dollar wert ist. Der zweite vorhandene Geldkoffer wird zunächst neben die Lokomotive gelegt und kommt gegebenenfalls zum späteren Zeitpunkt ins Spiel. Der Marshal hat ebenfalls insgesamt 13 neutrale Patronenkarten, die als Stapel neben den Zug gelegt werden. Weiterhin gibt es die runden Karten, die jeweils unterteilt sind in eine Variante mit 2 bis 4 Spielern und eine Variante mit 5 bis 6 Spielern. Davon sind jeweils 7 Stück vorhanden. Aus diesen 7 Stück werden 4 Karten gezogen. Weiterhin gibt es die Bahnhofskarten, von denen sind 3 vorhanden. Aus diesen 3 wird eine gezogen und unter den gezogenen Stapel der runden Karten gelegt. Das Ganze als Stapel kommt ebenfalls neben den Spielplan. Zu guter Letzt gibt es noch ein paar schöne Kakteen und Felsen und dergleichen. Diese haben für das Spiel keine Bedeutung, sind reine dekorative Elemente, können schön neben dem Zug aufgebaut werden. Jeder Spielcharakter hat im Übrigen eine Sonderfähigkeit, die durch diese Symbole symbolisiert werden und in der Anleitung nochmal detailliert nachgelesen werden können. Es wird nun zufällig der Startspieler ermittelt. Der Startspieler stellt seine Spielfigur in den letzten Waggon, der Spieler links von ihm in den vorletzten Waggon, der dritte Spieler wird in den letzten und so weiter. Ziel des Spiels ist es nun, im Verlauf der Runden möglichst viele Beutestücke mit möglichst hohem Wert einzusammeln, um am Ende das meiste Geld auf seiner Charaktertafel liegen zu haben. Dabei ist es von Vorteil, möglichst viele Schüsse abzufeuern, denn der beste Schütze erhält am Ende zusätzlich 1000 Dollar. Das Spiel geht dabei über 5 Runden, die jeweils aus 2 Phasen bestehen. Die Runden werden jeweils durch die runden Karten symbolisiert. Die erste Rundenkarte wird vom Startspieler aufgedeckt und zeigt die Anzahl der Spielzüge an, die die Spieler in dieser Runde haben, in diesem Fall 5. Jede Runde hat nun 2 Phasen, die Planungsphase und die Aktionsphase. In der Planungsphase haben die Spieler 2 Möglichkeiten. Entweder sie spielen eine ihrer Handkarten auf das Kartendeck, was nun entsteht, aus, oder sie ziehen aus ihren verbleibenden Deckkarten 3 neue Karten auf die Hand, um sich eine größere Auswahlmöglichkeit zu verschaffen. Beginnend mit dem Startspieler geht es nun im Uhrzeigersinn weiter und die folgenden Spieler haben die gleiche Möglichkeit. Die ausgespielten Karten werden dabei offen auf den Ablagestapel gelegt, sofern
auf der runden Karte ein solches weißes leeres Symbol angegeben ist. Bei einem Tunnelsymbol dürfen die Spieler ihre Karten verdeckt ausspielen. Bei einem weichen Symbol wechselt die Spielreihenfolge. Und bei einem Doppelsymbol dürfen die Spieler zwei Karten hintereinander ausspielen oder wahlweise auch sechs Karten statt der geforderten drei auf die Hand ziehen. Zusätzlich haben manche Rundenkarten noch so ein schwarzes Symbol, die ein bestimmtes Ereignis auslösen. Auch dieses ist in der Anleitung detailliert nachzulesen. Die Aktionskarten haben verschiedene Bedeutungen. Es gibt zwei Bewegen-Karten. Mit dieser Karte kann der Spieler die Ebene seiner Spielfigur verändern. Es gibt die zwei Ebenen innerhalb des Zuges und auf dem Dach des Zuges. Somit kann von oben nach unten oder von unten nach oben die Position verändert werden. Mit dieser Karte kann der Spieler seine Figur den Waggon wechseln lassen. Befindet sich die Figur im Waggon, so kann maximal ein Waggon nach vorne oder hinten gesprungen werden. Befindet sich die Figur des Spielers auf dem Dach des Zuges, so können bis zu drei Waggons übersprungen werden. Mit dieser Karte können die Spieler den Marshal um eine Position bzw. einen Waggon verschieben und somit ihre Mitspieler in die Bredouille bringen. Diese Symbolkarte mit dem Dollarsymbol bedeutet, dass ein Spieler ein Geldsäckchen oder ein anderes Beuteplättchen aus dem Zug auf seine Charakterkarte legen darf. Dabei kann er nur Beuteplättchen von der Position aufnehmen, an der er sich gerade befindet. Befindet er sich beispielsweise auf dem Zug und es liegen im Zug Beuteplättchen, so kann er diese nicht aufnehmen. Die Schlagenkarte ist nur sinnvoll, wenn zwei Spieler an derselben Position stehen. Dabei muss der geschlagene Spieler eines seiner erlangten Beuteplättchen auf die Position legen, auf der er sich gerade befindet. Hat der Spieler kein Beuteplättchen auf seiner Charaktertafel, so verfällt diese Aktion. Durch die Wucht des Schlages wird der geschlagene Spieler zudem um einen Waggon nach vorne oder hinten versetzt. Die Wahl hat dabei der schlagende Spieler. Als letztes gibt es noch die Schießenkarte. Geschossen werden kann nur auf Mitspieler, die sich nicht im selben Waggon wie die eigene Figur befinden. Innerhalb des Zuges kann dabei nur auf Spieler in den benachbarten Waggons gefeuert werden. Auf dem Dach des Zuges kann beliebig weit geschossen werden. Geschossen werden kann nur auf Spieler, mit denen man Sichtkontakt hat. In diesem Beispiel könnte die pinke Figur beispielsweise nicht auf grün schießen, da sich noch zwei andere Spieler in der Mitte dazwischen befinden. Der pinke Spieler könnte allerdings auf die weiße oder auf die schwarze Figur schießen, da diese als nebeneinander stehend gelten. Die pinke Figur müsste hierbei entscheiden, auf welche Figur sie schießen möchte. Dazu gibt der schießende Spieler eine seiner Patronenkarten an den getroffenen Spieler ab. Dieser legt die Patronenkarte auf sein Kartendeck, auf seiner Charaktertafel. Kann kein Spieler nach den erklärten Regeln getroffen werden, so verfällt die Feuernkarte. Gleiches gilt, wenn ein Spieler alle seine Patronenkarten verschossen hat und somit seine Waffe leer geschossen hat. Spieler, die während der Aktionsphase auf den Marshal treffen, fliehen sofort mit ihrer Figur aufs Dach. Dazu wird keine Aktionskarte benötigt. Zusätzlich erhalten sie eine der neutralen Patronenkarten des Marshals, die sie auf ihr Kartendeck legen müssen. Grundsätzlich können Spieler bzw. Figuren durch die Aktionskarten nicht vom Zug herunter oder hinaus bewegt werden. Müsste eine Aktion ausgeführt werden, die dies bezweckt, so bleiben die Spieler an ihrer Position stehen. Die Lokomotive spielt dabei als ganz normaler Waggon mit. Nachdem in der Planungsphase ein gemeinsames Kartendeck zusammengestellt worden ist, wird dieses in der Aktionsphase nun abgehandelt wie in einem Spielfilm. Dazu nimmt der Startspieler das Kartendeck in die Hand
dreht es um und deckt Karte für Karte auf, die dann in ihren Aktionen ausgeführt werden. Danach werden die Karten wieder an ihren Besitzer zurückgegeben, der sie auf sein Kartendeck legt. Nachdem in der Aktionsphase nun alle Karten abgehandelt worden sind und an ihre Besitzer zurückgegeben wurden, wird der Spieler links vom alten Startspieler zum neuen Startspieler und deckt wiederum eine Rundenkarte auf, die die neue Anzahl der Spielzüge für die Spieler vorgibt. Jeder Spieler mischt nun sein Kartendeck und zieht wiederum 6 Karten auf die Hand. Dabei werden alle erhaltenen Patronenkarten, egal ob von Mitspielern oder vom Marshall, mit eingemischt. Diese haben keine Wertigkeit und behindern somit die Spieler in ihren Aktionen. Hat ein Spieler eine Patronenkarte auf die Hand gezogen, so kann er damit keine Aktion ausführen und muss eine andere Karte spielen. Je mehr Patronenkarten die Spieler nun auf ihrer Hand haben, desto eingeschränkter sind sie in ihren Handlungsmöglichkeiten. Nachdem nach diesem Schema die 5 Runden gespielt worden sind und die Bahnhofskarte als letzte Rundenkarte aufgedeckt worden ist, wird geschaut, welcher Spieler welche Beuteplättchen mit welchen Geldwerten auf seiner Charaktertafel liegen hat. Diese Werte werden zusammengezählt. Der Spieler mit den meisten verschossenen Patronenkarten erhält zusätzlich 1000 Dollar hinzugezählt. Danach wird geschaut, welcher Spieler das meiste Geld eingesammelt hat und dieser wird zum Sieger erklärt. Sollte es mehrere Spieler mit gleichen Geldwerten geben, so gewinnt der Spieler, der mehr Patronenkarten verschossen hat.